Schüsse im Aldi in Merfelden-Walldorf. Da schießt einer. Zwei Menschen werden getötet. Panik. Kunden wollen fliehen. Wir konnten nicht raus. Wir waren weg. Kam es vor wie in einer Falle. Denn der rettende Ausgang ist plötzlich verriegelt. Was ist gestern Abend in dem Discounter passiert? War es ein Femizid? Dazu später mehr. Bei Hessenschau das Thema berichten wir über den aktuellen Ermittlungsstand. Merfelden-Walldorf. Die Aldi-Filiale im Stadtteil Walldorf bleibt heute geschlossen. Kerzen und Blumen lassen erahnen, was sich gestern in dem Supermarkt abgespielt hat. Gegen 7:15 erschießt am Montagabend ein 48-jähriger Mann eine 38 Jahre alte Aldi-Mitarbeiterin. Wir haben nicht wahrgenommen, dass es Schüsse waren. Ja? Und dann hat einer geschrien, da schießt einer. Bei dem Schützen handelt es sich um den Ex-Partner der Kassiererin, von dem sie seit einem halben Jahr getrennt war. Vom Femizid spricht man, wenn eine Frau von einem Mann aufgrund ihres Geschlechts getötet wird, zum Beispiel aus Eifersucht oder wegen Besitzansprüchen. Das Opfer soll zuvor ein Kontaktverbot gegen ihren Ex erwirkt haben, was ihn nicht davon abhalten konnte, sie am Montagabend auf ihrer Arbeit aufzusuchen und zu töten. Woher er die Waffe hatte, ist noch unklar. Wie sah der Mann aus? Habt ihr das gesehen? Nein, den haben wir nicht gesehen. Wir haben wirklich nur die Schüsse gehört und die panischen Schreie der Leute. Sie schießen und raus, einfach nur raus. Und wir haben nur gesehen, wie wirklich die Mitarbeiter sich versammelt haben und alle in diesen einen Nebenraum, also hier links von der Kasse rein sind. Ja. Ja, wir wollten am liebsten mit rein, aber dann ging diese Schalltür schon zu. Ja. Und dann sind wir einfach alle zum Ausgang, auch andere Kunden. Und dann standen wir halt vor dieser verschlossenen Ausgangstür. Mhm. Haben alle nur gerufen, mach die Türen auf. Doch die Türen gehen nicht auf. Die Mitarbeiter hatten wohl den Schließmechanismus der Türen aktiviert, sodass die Kunden in der Aldi-Filiale gefangen sind. Panisch und verzweifelt versuchen sie, die Tür aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelingt. Zum Glück war ein sehr starker Mann auf der anderen Seite, hat uns gefragt, was los ist. Ja? Ja. Und da hat mir gesagt, ich soll zur Seite, er bricht die Tür auf. Und er hat zum Glück die Tür aufgebrochen. Von außen hat es eingetreten, ja. Weil die Männer es nicht geschafft haben, wirklich diese Schiebetür aufzuschieben. Nach gefühlt unendlichen Minuten können die Kunden endlich nach draußen fliehen. Doch der mutmaßliche Femizid in Merfelden-Walldorf ist kein Einzelfall. Vor 1,5 Jahren gab es einen fast identischen Mord in Nordhessen. In Treysa hat ein 58-jähriger Mann im Aldi-Markt seine Ex-Freundin mit 4 Schüssen in den Kopf getötet. Anschließend richtet er sich selbst. Experten sprachen schon unmittelbar nach der Tat von einem Femizid. Asha Hedayati ist Familienrechtsanwältin und Autorin. Über das Thema Gewalt an Frauen hat sie ein Buch geschrieben. Dass die Tötung von Frauen durch Männern nicht in einem luftleeren Raum und zufällig passiert, sondern innerhalb von Strukturen, die Gewalt nicht nur schlecht verhindern, sondern sie sogar begünstigen. Das BKA hat 2022 eine Statistik veröffentlicht, die schockiert. In den vergangenen Jahren sind zwischen 113 und 139 Frauen durch partnerschaftliche Gewalt ermordet worden. Bedeutet, jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Der mutmaßliche Femizid in Merfelden-Walldorf sorgt auch auf Instagram für Diskussionen. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Ex-Partnerin. Jeden dritten Tag. Mein Beileid. Wenn ein Mann die Ex-Partnerin tötet, ist es ein Femizid. Dazu braucht man nicht mehr als die Erkenntnis, dass er sie getötet hat. Nennt es beim Namen Femizid, Punkt. Ein Femizid ist die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Jeden dritten Tag geschieht in Deutschland ein Femizid. Weltweit sogar alle 11 Minuten. Solche Taten werden oft verharmlost. Und zwar heißt es dann häufig auch, Tat aus Eifersucht, Verzweiflungstat, er war emotional, wie auch immer. Also es wird immer wieder, wird der Täter auch aus der Verantwortung genommen. Dabei ist ganz klar nach der Studienlage, dass Femizide ziemlich gut und genau geplant sind und in der Regel überhaupt nicht einfach so aus dem Affekt passieren. Doch wie können sich Frauen vor ihren gewalttätigen Ex-Partnern schützen? Wenn eine Frau es auch nur entfernt für möglich hält, dass der Partner seine Drohungen oder seine Gewalttätigkeiten fortsetzt, sollte sie sich unbedingt Hilfe suchen beim Weißen Ring, bei der Polizei. Wir vermitteln den Kontakt zur Polizei. Dort wird eine professionelle Gefährdungsanalyse gemacht, um festzustellen, was dafür spricht, dass eine Beziehung gewalttätig enden kann. Und die Polizei kann entsprechende Maßnahmen einleiten, angefangen von einer Gefährderansprache bis
in nächster Zukunft möglicherweise auch mit elektronischen Fußfesseln den Kontakt zu unterbinden. In Mefelden-Walldorf laufen die Ermittlungen seit gestern auf Hochtouren. Warum konnte der mutmaßliche Femizid nicht verhindert werden? Und warum wurden die Kunden eingesperrt? Zurück bleiben vorerst viele offene Fragen, Fassungslosigkeit und Trauer.